Herzlich willkommen zurück bei Blackguards im Slavenlager. Hoffentlich werden wir jetzt diesmal hier wieder rauskommen können. Wir sind vollends ausgerüstet wieder. Ich habe noch eine lustige Sache entdeckt, und zwar hier bei den Regeln steht nämlich hier für das Slavenlager mal ganz ausführlich drin. Hat sich auf jeden Fall einer sehr viel Mühe gegeben. Ich habe natürlich hier noch immer noch eine so eine Art Presseversion, und deshalb steht da, glaube ich, nichts drin. Das ist in der aktuellen Version natürlich schon anders. Nur ich kann irgendwie diese Presseversion gerade nicht patchen. Aber wie dem auch sei, ich werde jetzt hier weiterspielen, einfach so, wie es ist. Wir werden mal mit Diamantos reden und mal gucken, was der nächste Cup für uns bereithält. Ihr lernt rasch. Zeit für eine richtige Herausforderung. Heute kämpft mein bester Mann, der Waldmensch Takate. Er ist präzise und tödlich. Und wir sollen gegen ihn antreten? Chor bewahre. Warum soll ich euch verschwenden? Ihr seid Takates Vorprogramm. Ich hetze ein paar Bestien auf euch. Die Menge liebt Tiere. Na toll. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Viel Glück. Gegen Bestien haben wir ja schon einige Male gekämpft. Hauptsache, es sind nicht diese Drachenmenschen. Ach, Wölfe. Ist ja lächerlich. Oh, die sind aber doch ganz gut, glaube ich, mit 24. Ne? So. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Die sind nämlich relativ schnell da. Ich mach da mal... Mache ich mal den Meisterschuss. So, Naurim wartet mal. Und Sergeant Rumpel macht direkt mal auf Naurim. Wie wir das so kennen. Voila. Das sieht schon mal besser aus. Und hier können wir eigentlich den ersten Wolf schon mal angreifen. Denn Wölfe und Feuer bedeutet ja eigentlich immer, dass die relativ viel Schmerzen haben, was natürlich gut ist für uns. So, wir gehen natürlich auf den geschwächten Wolf mit Naurim. Ich muss mal hier ein bisschen nach oben gehen. Direkt drauf. Wer ist der Nächste? So, hat er nur noch 6. Sie geht mal so ein bisschen auf Abstand und macht den Wolf hier weg. Ah, kann sie gar nicht. Dammit. Dann muss ich hier hingehen. Noch weiter weg. Kann ich den hier angreifen? Kann ich. Und 12. Das ist schon mal ganz gut. Hier können wir den ersten wegmachen. Wie der so nach oben fliegt, finde ich super. So, und jetzt könnte der Sergeant doch nochmal mit seinem Feuerball was machen und so ein bisschen mehr als nur einem Schaden bereiten. Fände ich ja gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier für eine Wahrscheinlichkeit? 59%. Na, versuchen wir mal. Jawoll! Der zweite Wolf liegt auch schon, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und die Menge tobt. So, jetzt aber mit der Regel, die wir immer haben, erst die schon Geschwächten angreifen. Kriegt der hier einen auf die Schnauze gebrannt? Vergiss es. Naurim steht wie ein Fels in der Brandung. So. Der 16er. Machen wir den mal. Zack. Und Naurim erledigt den Rest. Zack. Das ging einfach. Hier können wir auch drüber hinwegschießen. Kein Problem. Aber nicht mit einem Feuerball. Da haben wir jetzt echt ganz gut Glück gehabt am Anfang, dass das so schnell ging. Und noch einmal ein Angriff. Ey, wir haben nicht einen Schadenspunkt bekommen. Leute, bei diesem Kampf. Das will doch was heißen. Ach, wie krass. Der normale Angriff macht einfach nur einen Schaden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so wenig macht. So.
Hervorragend, die Menge tobt. Wir steigen in der Beliebtheit und werden auch bestimmt früher oder später mal gegen Takanate kämpfen können. Da hieß doch Takanate. Nee, Takate. Takate! So. Erstmal zu Claritia, ne? Das ist ja schon Tradition. Mann, sind die immer schnell mit Claritia fertig. Das Spiel hat sich etwas geändert. Diego Monterrey wird euch die Einzelheiten erklären. Oh. Einmal im Jahr stiftet der erhabene Kyrios Marwan al-Ahmad in der Arena von Mengbilla den Kampf der neuen Horden. Tja, leider hat bislang kein Gladiator diese Kämpfe überlebt. Weshalb die Gladiatorenschule uns ihre eigenen Kämpfer für das Spektakel verweigert. Folglich müssen neue Gladiatoren her. Und wir werden herausfinden, ob ihr geeignet seid. Fragen? Welche neuen Horden? Verdammte Scheiße. Was genau sind diese neuen Horden? Das größte Spektakel in der Geschichte Mengbillas. Marwan hat keine Kosten gescheut. Er hat die tödlichsten Bestien einfangen lassen, die die Arena je gesehen hat. Die Gladiatoren haben die Aufgabe, eine gefangene Jungfrau gegen die Horden zu verteidigen. Was nahezu aussichtslos ist. Marwan will diesen Waldmenschen, Diamantos. Der Kyrios bekommt die Gladiatoren, die sich beweisen. Wenn Takate gewinnt, soll er ihn haben. Dann hoffe ich für uns alle, dass er nicht verliert. Alter Schwede, wer ist diese Jungfrau? Wer ist diese Jungfrau? Ein hübsches Kind, diese Aurelia. Oh. Aber eine garstige Hexe leider. Hat irgendein Verbrechen begangen. Frag mich nicht was. Die Stadtgarde war ihr auf den Fersen. Aber wir waren schneller. Alter Schwede, das sieht ja nicht gut aus. Viel Glück. Wir sollten versuchen zu verschwinden. Nein. Hast du nicht zugehört? Wer gegen diese neuen Horden kämpft, hat kein langes Leben. Aber Aurelia... Ich muss wissen, ob das in der Arena wirklich Aurelia ist. Vielleicht weiß sie, was mit mir passiert ist. Erst einmal kümmern wir uns um unsere Wunden. Schon passiert. Ist doch alles gut. Uns geht's gut. Es geht uns gut, es geht uns sehr, sehr gut. Ihr habt euch als gutes Gespann erwiesen. Mal sehen, ob ihr es auch mit Takate aufnehmen könnt. Bereit? Ja, wir sind bereit. Wir sind bereit. Viel Glück. Hoffentlich kriegen wir da mal ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn wir Takate jetzt besiegen. Damit wir nochmal uns was beibringen lassen können. Ah, Takate ist auch nicht... fliegende Beile. Hilfe. Und ganz schön hohe Initiativen haben die hier alle. So, jetzt gucke ich mich erstmal ein bisschen um hier. Wir haben nichts, das wir auf dem Feld irgendwie benutzen können. 1, 2, 3. Das ist Takate. Und die haben hier so... Das ist ein Zauberkundiger anscheinend. Das ist die hat einen Kampfstab. Die haben hier Speere und Co. Sehr gut. So. Dass Niam da so nahe dran steht, ist natürlich ungünstig. Außerdem kann ich nicht mal hier angreifen. So könnte ich vielleicht angreifen. Das sieht aber ganz gut aus, der Gladiator. Takate. Alter Schwede, der hat ja seinen eigenen Typen angegriffen. Und zwar volle Kanne. Was war das denn? Äußerst amüsant. So. Es wird auch mal gezaubert hier. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit hier? Das ist mir zu gering. Ich glaube, wir werden Takate zuerst ausschalten müssen, denn immerhin kann der seine Leute auch heilen. So. Der Sergeant macht jetzt, ich mache jetzt das, zur Sicherheit mache ich das mit einem, mit dem kleinen Feuerball. Der hat ja nicht mehr viel, aber ich will vermeiden, dass der ausweicht oder parieren kann, wenn ich den mit meinem Kampfstab angreife. Nein, das wollte ich nicht.
aber so ist schon mal einer weniger. Der Beilwerfer ist Gott sei Dank nicht besonders gut. Und auch hier schaffen wir es, Schaden zu bereiten. Ach, das ist die Zauberkundige, das ist gar nicht Takate. Takate ist der hier. Also die Zauberkundige könnte natürlich noch mal ein bisschen heilen. Trotzdem glaube ich, werde ich jetzt zuerst hier drauf gehen. Sehr gut. Und die beiden hier können sich mal duellieren. Ha! Selbst die Dornenkeule kann nicht durch den Irokesen von Naurim durch. So. Dann bleibt mir nichts anderes als... Nein! Der Sergeant versagt mal wieder. Das ist die Aufregung, glaube ich. Auch hier werde ich weitermachen einfach. Guck mal, die Zauberin ist schon nicht mehr so gut drauf. Da könnten wir fast überlegen, ob wir gleich mit Niam mal auf die Zauberin draufgehen und die dann damit wegmachen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Yes! Das sieht sehr gut aus, liebe Freunde. Jetzt mache ich... jetzt könnte ich die natürlich wegmachen, ne? Wenn der jetzt nicht wieder daneben zaubert. Mit seinen über 80%. Jawoll. So, und jetzt kriegt er hier einen Armatrutz direkt. Man darf immer nicht vergessen, dass wir unsere eigenen auch stärken. Oh, shit. Guck mal, der hat sogar ist sogar ausgewichen oder hat pariert, der Sarge-Doropel. Ich bin ganz begeistert. So, Takate, Waldmensch, jetzt kriegst du auf die Schnauze. Und ich glaube, eigentlich wollte ich ja stärken, aber jetzt, das hat ja gerade nicht funktioniert. Jetzt mache ich einfach mal Schwächung. Alter Schwede, was ist da wieder mit meinen Magiern los, ey? Die sind immer doch so eine relativ unstete Konstante in den Kämpfen, muss ich sagen. Oh, habe ich da gerade... Gift gesehen, aber anscheinend bin ich doch nicht vergiftet worden. Was natürlich ganz gut ist. So, Takate kriegt langsam, aber sicher auf die Schnauze. Aber er ist jetzt gar nicht so schlimm, wie ich jetzt am Anfang gedacht habe, tatsächlich. Ich dachte, dieser Kampf wird schwerer. Nachdem wir ja schon echt schwere Kämpfe hatten. Aber der hier ist jetzt vorbei. Und die Menge tobt. Brecht den Kampf ab! Nein! Ihr alle habt euch als würdig erwiesen, euch den neuen Horden zu stellen. Ich bin geschlagen. Ich will den Todesstoß. Du wirst noch früh genug Gelegenheit zum Sterben haben, Waldmensch. Marwan will dich in Mengbilla kämpfen sehen. Du wirst die anderen begleiten. Erholt euch. Schon morgen früh beginnt euer Weg zu Ruhm oder Tod. Willkommen in unserem Wanderzirkus, Waldmensch. Aber wirklich... Der kann sich aber noch als sehr, sehr nützlich erweisen, bestimmt. Vielleicht haben wir einen neuen Gefährten am Start. Jetzt wird direkt wieder geladen. Willkommen in Mengbilla, Gladiator. Oh, das ging schnell. Keine Arena ist schöner und nur die Balhonak-Arena ist größer. Dies ist Tulefa Alkira, ruhmreichste Gladiatorin Mengbillas und Leiterin der Gladiatorenschule. Wenn ihr Fragen habt... Sie kann sie beantworten. Also dann, ihr dünnen Ärmel. Der Kampf gegen die neuen Horden steht kurz bevor. Ein dreitägiges Gemetzel. An eurer Stelle würde ich noch heute Abend alle Sünden beichten. Gibt es auch etwas zu gewinnen? Allerdings. Die Siegreichen erwartet eine Nacht mit der Jungfrau. Oh. Dazu muss die Jungfrau natürlich ebenfalls überleben. Ach was. Das geht auch so. Ach. Ja, die Jungfrau. Ich glaube, die ist gar keine Jungfrau mehr, oder? Die Jungfrau. Was wisst ihr über sie? Schönes Kind, diese Aurelia. Leider bekommt die Menge davon nicht viel zu sehen. Sie trägt eine Schandmaske. Eine Schandmaske? Da gab es doch mal einen Film mit Leonardo DiCaprio.
Warum muss die Jungfer denn unbedingt eine Maske tragen? Angeblich ist sie eine Hexe. Die Maske soll sie am Zaubern hindern. Vielleicht will Marwan aber auch nur die Spannung erhöhen. Ich finde es sehr lustig, dass wir als Zauberer, wir sind ja offensichtlich Zauberer, wir haben ja gezaubert in der Arena, trotzdem keine Schandmaske tragen. Ich muss einmal husten. So, da bin ich wieder. Was erwartet uns jetzt? 9 Kämpfe an 3 Tagen. Das blutdürstigste Publikum des Südens und Gegner, die keine Gnade kennen. Muss ich mitkämpfen? Dazu kann dich niemand zwingen, Schatz. Aber ich empfehle wenigstens, die feindlichen Schläge zu parieren. Sehr lustig. Wir möchten etwas lernen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Vielleicht... Naurim? Sonderfähigkeiten? Gezielter Stich nicht. Niederwerfen! Das wollte ich haben. Genau das will ich haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das kann uns wirklich hin und wieder mal retten, glaube ich. Ich könnte hier noch ein bisschen ausweichen. Achso, nee, das kann ich nicht. Da brauche ich Gewandheit erstmal dazu. Das hilft hier alles nichts. Aber die haben jetzt so viele Punkte bekommen, dass ich mir vorstellen könnte, da doch nochmal ein bisschen was zu investieren. Einerseits in Hexenspeichel. Das ist also so das, was ich bei Zurbaran skille. Pass auf, das werde ich jetzt mal ganz kurz einmal offline, werde ich mal hier die ganzen Punkte verteilen. Ich werde natürlich immer noch sagen, was ich dann gemacht habe, aber ich finde das immer, dieses Punkte rumschieben, ja ein bisschen langweilig. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt mal alle Punkte vergeben, so ziemlich. Bei ihr habe ich noch ein paar übrig gelassen. Bei ihr habe ich hauptsächlich den Meisterschuss nochmal gelevelt und will jetzt eigentlich sparen, damit ich hier von den Grundwerten mal noch was zusätzlich nehmen kann. Astralpunkte müssen wir nicht. Lebenspunkte war eigentlich bei ihr bisher auch immer ganz okay. Insofern, ich will eigentlich von ihr lieber sowas wie Fingerfertigkeit oder Körperkraft steigern, denn das würde den Fernkampf beeinflussen. Dann habe ich bei Takate, bin ich voll auf weiterhin die Speere gegangen. Das war nämlich schon gelevelt. Der hat zwar die Fähigkeit, mit allen möglichen Waffen zu kämpfen, aber ich finde, die Speere haben wir A, noch nicht in unserer Gruppe und B, wenn das schon mal hochgelevelt ist, dann lohnt sich das auch. Die Wurfwaffen sind bestimmt auch nicht uninteressant. Ich habe die Selbstbeherrschung noch ein bisschen hochgesetzt bei ihm. Zauber hatte er sowieso keine, dafür aber noch den Wuchtschlag und ich habe die Körperkraft auch nochmal um einen gesteigert bei ihm. Damit waren auch seine über 1000 Punkte auch schon wieder vergeben. Bei Sergeant Rumpel habe ich die üblichen Zauber weitergelevelt, der Ignifaxius, der Ignisfero, der ist jetzt auch ein bisschen besser geworden. Der war ja immer so ein bisschen schwierig, die Stufe 1 76%, Stufe 2 sind jetzt 65%. Ich finde, der ist sehr, sehr teuer, dieser Ignisfero, aber wenn wirklich eine Gegnergruppe zusammensteht, dann ist das natürlich schon eine ganz feine Sache. Balsam Salabunde habe ich auch nochmal hochgesetzt und das war's dann, glaube ich, auch hier. Ja. Und dann das Wichtigste natürlich bei Naurum, da haben wir jetzt das Niederwerfen bekommen, das war ja so ziemlich teuer. Und bei Zurbaran habe ich nochmal 1-2 Zauber hochgesetzt, und zwar einmal den Magica Infracta, den habe ich jetzt mal angefangen, denn noch haben wir ja wirklich nicht gegen irgendwelche Magier, großen Magier zu kämpfen gehabt, aber das kann ja sich ändern demnächst. Außerdem habe ich dann noch den Ignifaxius nochmal hochgesetzt bei ihm. So, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende. Ihr habt etwas Ausrüstung, bereitet euch gut vor und dann geht ins Dormitorium und legt euch schlafen. Das ist gut. Wir können nochmal einkaufen gehen. Vielleicht vor allen Dingen für den Takate brauchen wir noch Sachen. Alter Gladiator. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Bohnen. Immer zu Bohnen. Einmal nur ein gutes Stück Fleisch. Kämpfst du auch gegen die neuen Horden? Bin doch nicht verrückt. Was? Wenigstens lebe ich morgen noch. Wenn auch nur mit einem Auge. Immer zu Bohnen. Das ist das Dormitorium, da können wir schlafen. Was gibt es, Sklaven? Wo habt ihr die Jungfrau gefunden?
Die Garde der schwarzen Kohorte war im Alchemistenviertel hinter ihr her. Mit Hilfe ihrer Hexenkräfte ist sie ihr entkommen. Aber uns nicht. Der mildtätige Marwan wollte dieses Prachtstück unbedingt haben. Wahrscheinlich hat er sie damit vor einem grausigen Schicksal bewahrt. Mengbillas Rechtsprechung ist nicht zimperlich. So, so, was hat sie denn verbrochen? Warum war sie auf der Flucht? Was hat diese Jungfer angestellt? Sie soll auf ein ehrenwertes Mitglied der Alchemistengilde einen Mordanschlag verübt haben. Never! Oder etwas in der Art. Wen kümmert das schon? Wer ist dieser schrecklich mildtätige Marwan? Der erhabene Marwan Ibn Kadims? Kyrios von Mengbilla? Und ehrenwertes Mitglied der Sklavenmeistergilde? Ihr müsst wirklich von weit her sein. Seine Sklaven sind die besten und edelsten des Südens. Seht euch selbst an. Ja, wir sind die edelsten des Südens, des Nordens. Es gibt eine eigene Sklavenmeistergilde? Die Bruderschaft der Sklavenmeister. Duluk Ankhbesi. Ihr Oberhaupt ist zugleich Großemir der Stadt. Vielleicht erbt Marwan einmal dieses Amt von ihm. Dann seid ihr die Sklaven des Großemirs. Wenn ihr so lange überlebt. Also stiftet Marwan diese Spiele, um sich beliebt zu machen? Nein, weil er großzügig ist und die Wünsche des Volkes von Mengbilla achtet. Brot und Spiele. Um Traumkraut bitten? Nein, das machen wir nicht. Nicht, dass sie dann am Ende noch irgendwie das Traumkraut frisst und dann nicht mehr ganz bei Trost ist während dem Kampf. Haltung, Gladiatoren! Aber das ist ja jetzt verwirrend, wie viele Namen hier jetzt plötzlich reinkommen. Immer noch am Leben. Haha, sehr lustig. Geh mal auf zum Händler. Beziehungsweise da werde ich mich mal nochmal... ach, guck mal an, ein Fratzenstab. Das wäre natürlich nicht uninteressant. Klugheit plus 1 und astrale Regeneration, genau das werde ich auf jeden Fall... Ach nee, das ist ja in unserem Inventar schon. Wieso ist das in unserem Inventar? Ich verstehe gar nichts mehr. Haben wir unsere Sachen wiederbekommen? Tatsächlich, Naurims Lindwurmschläger, das ist ja schön. Werde ich direkt mal ausrüsten und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Wenn es dann auch an die neuen Kämpfe geht, die ich ja noch mit Grauen, den ich ja mit Grauen entgegensehe. Naja, wir werden uns dann sehen. Bis dann, tschö.